Heute teile ich eine Inspirationsstory mit dir, die dir hilft, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, vielleicht die Ursache hinter einem Problem zu sehen, vielleicht gar nicht mehr das Symptom zu verteufeln, sondern mit dem Symptom Frieden zu schließen und zu sehen, was ist dahinter. Und vielleicht hilft es dir auch, die politische Lage ein bisschen besser einzuschätzen. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Ein Demokrat fragt einen anderen Demokraten mal, wovor man sich in der heutigen Zeit am meisten fürchten müsste. Der befragte Demokrat überlegte kurz und sagte, naja, ganz ehrlich, in unserer Zeit muss man sich am meisten vor dem Mann mit den Nagelstiefeln fürchten. Der Mann mit den Nagelstiefeln? Ja, so erklärte er, es ist so, in dem Forst, in dem er früher mal lebte, da war es so, da gab es ganz viele Bunker und die waren bedeckt von Bäumen und vielen anderen Dingen. So war es so, dass in Kriegszeiten das Ganze unversehrt blieb, ja, weil man es von oben nicht entdecken konnte, deswegen wurde es auch nicht niedergebombt. Und in diesen Bunkern, da wurde Munition hergestellt, da wurden verschiedenste technische Geräte hergestellt, vor allem aber Munition. Und so war es, dass das alles dann begrünt wurde, bewachsen ist, man danach auch vergessen hat, weil man es ja auch nicht gebraucht hat. Und irgendwann kam eine Textilkrise. Ja, die Menschen brauchten Textilien, vor allem auch Leinen. Und sie entdeckten die Bunker und in diesen Bunker waren ganz viele Säcke, ganz viele Leinensäcke. Und so öffneten sie diese Säcke, leerten das, was dort war, aus und nahmen sich so die Säcke Sack für Sack mit, weil sie es einfach dringend benötigten. Und es war auch noch gar kein Problem. So häufte sich aber dieses Pulver, mit dem niemand etwas anzufangen wusste, und die Leute hatten ihre Leinensäcke. So weit, so gut, aber irgendwann kam der Mann mit den Nagelstiefeln. Und er ging wie alle anderen auch dort hinein, nur seine Schuhe mit den Nägeln auf dem Pulver ließ Funken entstehen und so explodierte der ganze Bunker, inklusive alle Menschen, die darin waren und auch die Menschen, die darüber waren. Es zerriss alles, dass sich das Pulver so häufte, war eine enorme Explosion. Daraufhin der andere Demokrat, nun gut, aber was hat dieser Mann jetzt mit unserer heutigen Zeit zu tun? Nun, antwortete der zweite, man muss nichts mehr fürchten als ihn. Noch weiß keiner, wo er ist, aber das Pulver häuft sich. Ja, ich hoffe, du konntest hier eine Inspiration mitnehmen. Vielleicht magst du jetzt einfach auch Pause machen oder beenden. Ich mache noch gerne einen Nachsatz zu dieser Story. Mir gefällt sie sehr gut, weil ja wir schöne Feindbilder haben, wie den Mann mit den Nagelstiefeln. Und auch im Coaching gibt es oft Feindbilder. Da gibt es eine innere Seite, die wir hassen, die wir nicht mögen. Oder es gibt in der Arbeit jemanden, der immer was falsch macht. Und dann ist halt die Frage, ist das der Mann mit den Nagelstiefeln oder ist das wirklich das Pulver? Und wenn er nicht das Pulver ist, dann ist halt die Frage, ja, wer hat das Pulver geöffnet, wer lässt das Pulver dort liegen, ja? Wie kam das Pulver vielleicht auch dorthin, wie kann man das vielleicht noch irgendwie anders beseitigen, wie kann ich das Pulver vielleicht beseitigen? Und in dem Moment, wo ich das mache, wird der Mann mit den Nagelstiefeln überhaupt kein Problem mehr. Dann kann der Mann mit den Nagelstiefeln bleiben und niemand stirbt und niemand explodiert. Wenn du mehr willst, lade ich dich ein, komm doch zu unserem Community-Treffen. Und zwar am 20. März wird dieser Podcast ein Jahr alt und das möchte ich gerne mit dir feiern, mit allen Leuten, die diesen Podcast hören. Also, komm am besten selbst, lade noch Leute ein, die diesen Podcast auch schon gehört haben, denen du das vielleicht empfohlen hast oder von denen du diesen Podcast empfohlen bekommen hast oder empfiehl vorher noch, damit sie dann kommen können. Und ja, ich freue mich, dich dort zu sehen. Ich werde natürlich auch ein bisschen was zu meinen Themen sagen, ein kleines Best-of geben und dann ja, gehen wir natürlich auch in die Aktion, es soll ein Community-Treffen werden und kein Vortrag von mir. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du Leute mitnimmst. Und es ist alles verlinkt unten in den Shownotes. Da steht ja auch, wenn du da ein bisschen runterscrollst, einfach, dass das ein Community-Treffen ist für diesen Podcast. Und nimm gerne noch Menschen mit. Wenn du zu spät bist, für den 20. März, keine Sorge, wir machen sowas wieder, beziehungsweise findest du unter diesem Link noch viele andere Webinare, die ich mache. Genau, also in diesem Sinne kann eigentlich nichts schief gehen. Und auf bald. Ciao dir. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst.
Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge lernst du wieder mal eine Frage kennen, wie du negative Glaubenssätze auflöst, aber noch viel mehr. Wie du einfach so destruktive Sätze, die da so in deinem Kopf sind, wie du bestimmte Konstruktionen davon mit einem Satz, mit einer Frage auflösen kannst.